Okay, probieren wir das nochmal, wie das so ist. Hallo und willkommen zu Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Yomoko und das hier ist ein kleines Speedpainting von meinen Outfits, die ich bei der LBM anhatte. Ja, das sind, naja, eigentlich hatte ich nur ein Outfit an, das andere war eher so für die Party. Ich war tatsächlich mehr unterwegs, als ich auf der LBM war. Also auf der Convention selber war ich, glaube ich, 8 Stunden von wirklich morgens bis abends. 7 Stunden, ja, eher so. Gefahren sind wir insgesamt 11 Stunden. Ja, müsste hinkommen. 6 für hin und ja, 10, 11 Stunden mit Pausen. Und ja, das war ein bisschen besser zurückgekommen als hin, typischerweise, ne? Und hatte natürlich wieder mal Glück. Totales Schneechaos und alles war voll, alles war kalt. Ich hatte die falschen Klamotten dabei, ich hatte gar keine Jacke dabei. Ja, damit hatte ich nicht gerechnet. Bei uns sind es nämlich so 2 Grad, nicht unbedingt gleich Schnee oder -2 Grad sind bei uns auch immer noch warm irgendwie. Keine Ahnung. Und da direkt Schnee treiben. Und ja. Ja, hier zeichne ich gerade dann mein LBM-Outfit, das ich da anhatte. Das jetzt auf der rechten Seite gerade ist mein Outfit, das ich während der Fahrt anhatte, während ich im Hotel war. So bin ich auch zum Essen runter. Und ja, das war eher chillig, lässig. Nichts Großes. Und rechts jetzt eben eher was für einen schönen Tag sich zu machen. Ja. Hier den Stift, den ich da bin, also den Pinsel, den ich da verwende, das ist tatsächlich einer, der beim neuen Update dabei war. Der war früher nicht dabei. Man nennt sich echter G-Pen oder ich habe keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird. Ja. Ach, es gab genau. Ich wollte noch ein paar Sachen sagen. Zum Beispiel gab es einige Sachen zu bemängeln auf der LBM, die. Also wenn man hingegangen ist zum Haupteingang, vom Parkplatz aus. Also, wahrscheinlich haben sie selber nicht mitgerechnet, aber der Weg war überhaupt nicht gestreut und dadurch war irgendwie, ich hoffe, man hat das jetzt nicht gehört, ich habe eine Nachricht bekommen, der Weg war sehr rutschig, sehr matschig, weil eben so viele Leute lang gegangen sind. Und die Treppen runter, das war schon teilweise gefährlich, weil auch viele ältere Menschen da waren, viele Kinder, die hätten sich, oder ich auch, ich hätte mich auch auf die Fresse legen können und Genick brechen. Und das war dann ein bisschen unangenehm. Was fand ich, da war noch irgendwas, was ich nicht so gut fand. Fällt mir bestimmt später noch ein. Aber was ich gut fand, ich wusste schon vorher, dass einige Zugänge zu den einzelnen Hallen gesperrt werden, wenn es zu voll wird. Hatte ich schon gelesen im Internet und fand das auch gut, dass die das gemacht haben. Das war zwar dann als erstes für mich ein bisschen verwirrend, weil ich dann nicht mehr zurückgefunden habe, da ich auf dem Hinweg eben durch Halle 4 und was weiß ich nicht gegangen bin, musste, bevor ich dann endlich zur MCC kam und ja, aber fand ich gut. Das heißt, wurde nicht zu voll. Das gefällt mir. Das mag ich sehr. Ja. Mir fällt das andere Schlechte nicht mehr ein. Parkplätze, Schnee, Wetter. Ja, egal. Ja, hier, wie gesagt, zeichne ich gerade mein LBM-Outfit. Die Lines, so. Hab mir nicht viel Mühe gegeben. Einfach nur, hier zum Beispiel ganz schnell die Schnürsenkel. Gott, Schuhe, ne? Ich kann ja keine Schuhe zeichnen. Das ist echt, Füße kann ich mittlerweile eigentlich recht gut. Man erkennt es als Füße, aber Schuhe, boah, nee, geh mir weg damit. Keiner trägt Schuhe. Auch wenn ich Füße hasse, aber Gott, ich zeichne nicht so gerne Schuhe irgendwie. Ja, Größe anpassen. Ich tendiere dazu, alles ein bisschen zu groß zu zeichnen. Ah, hier habe ich versucht, die Hand zu zeichnen. Oh, das ist bläh. Hände. Hände sind genauso schlimm wie Füße. Irgendwie komisch. Hier habe ich dann einfach meine eigene Hand genommen, die gedreht, so irgendwie verdreht, damit ich das abzeichnen konnte. Das hat ganz gut geklappt. Und war ich dann auch eher mit zufrieden als mit dem
was davor war, das war nicht so schön. Die Jacke wollte mir eigentlich auch nicht so gelingen. Die Weste, die ich da gezeichnet und anhatte, auch war es eigentlich eine Männerweste. Deswegen auch die Knöpfe eben andersrum, also auf der anderen Seite sind. Das ist ja bei Männern und Frauen anders. Und die wollte mir da irgendwie nicht so gelingen. Eigentlich sind die alle irgendwie gleich lang, Weste und meine Jacke. Und meine Haare sind eigentlich auch viel länger. Aber irgendwie, ich hatte schon so viel von dem schönen Outfit verdeckt. Ich wollte nicht noch mehr davon verdecken. Jetzt müsste es eigentlich langsam mal ans Kolorieren gehen, genau den Hintergrund dunkel einstellen. Ein paar Korrekturen. Da habe ich dann jetzt erstmal probiert, herauszufinden, was für Farben ich nehme. Also ich wusste ja schon ungefähr von meinem Outfit her, aber man muss ja auch die richtigen Farben treffen. Ja, und da sieht man rote Jacke. Ich liebe diese Jacke irgendwie. Und die hatte auch so Schulterpads. Und dadurch habe ich keine Rückenschmerzen gehabt. Das fand ich super klasse. Normalerweise tun mir nämlich die Schultern und die Rücken weh, nachdem ich so einen langen Tag eine schwere Tasche getragen habe. Ich hatte ja alles möglich dabei. Trinken, Essen, eine Powerbank, noch mehr Essen, eine Banane. Ja, ich hatte eine Banane dabei. Ich habe zwei kleine Flaschen dabei, nämlich. Und die wiegen schon ein bisschen viel. Gott, hört sich an, als ob ich total alt bin. Das Schöne an langen Haaren ist irgendwie, dass man so irgendwann einen natürlichen Farbverlauf drin hat, weil ja die Haare, die dann weiter an den Spitzen sind, die sind ja dann irgendwie heller durch die ganze Sonne und alles. Und ja, ich brauche gar nicht so Färbung oder sowas. Ich habe das voll natürlich. Ja, genau, da war mir die Hautfarbe ein bisschen zu hell. Ich bin zwar blass wie ein Vampir, aber doch nicht so blass, nicht ungesund blass. Ich tue viel für meine natürliche Blässe. Drinbleiben zum Beispiel. Nicht rausgehen, nicht unter Menschen gehen. Ich habe auch keine besonders aufwendige Kolorierung hier benutzt, sondern einfach nur Cell Shading. Ganz simpel, ohne irgendwas da. Normalerweise mache ich gerne mit Verläufen arbeiten, wie ich im Gesicht gemacht habe. Hatte aber jetzt keine Lust, weil es sollte ja einfach nur präsentabel sein. Mir fällt der andere negative Punkt nicht ein, den ich zur LBM hatte. Wie Kinn? Voll. Ah, genau, ich weiß es wieder. Ha! Und zwar, ich habe nicht mehr viel übrig, ich muss mich beeilen. Die Taschenkontrolle. Es war irgendwie. Tja, ich weiß nicht. Man guckt einmal kurz rein und das war's. Ich finde, es hätte schon ein bisschen. Natürlich war es kalt und die armen Leute und so, aber irgendwie würde ich schon gerne in dem Wissen auf so eine Veranstaltung gehen, dass auch alle Taschen gut kontrolliert werden und nicht nur einmal so, oh ja, schön. Weil man weiß es ja, es geht ja mit dem Einverständnis dahin, dass man seine Taschen durchsucht bekommt. Ja, das war mir ein bisschen zu ausführlich genug. Ja, hier mache ich gerade Schatten. Schön, gefällt mir, habe ich noch nie gemacht. Werde ich wahrscheinlich doch weiterhin so machen und dann sind wir schon beim Ende. Jo, dann bis zum nächsten Mal.